zusammen. Ich darf heute im Musikverein in meiner Nähe Instrumente kennenlernen. Kommt doch gern mit. Irgendwo hier muss es sein. Hört ihr das auch? Hier spielt jemand ein Instrument. Oh, hier ist es. Hier spielt jemand ein Instrument. Hallo, komm rein. Hallo. Was hast du da für ein Instrument und was ist das Besondere daran? Ja, mein Instrument ist die Klarinette. Und die Klarinette, die ist ganz aus Holz. Sie besteht aus mehreren Teilen. Die habe ich hier. Das ist der Schallbecher, das Unterstück, das Oberstück, die Birne oder auch Fässchen. Manche sagen Fässchen dazu. Und das Mundstück. Soll ich mal reinblasen? Ist was kaputt? Da fehlt noch was, was ganz Wichtiges. Das ist das Besondere an der Klarinette. Die Klarinette wird nämlich mit so einem Holzblättchen gespielt. Damit muss ich hier am Mundstück dieses Loch verschließen. Und dann, da gibt es dann so ein Hilfsmittel, das ist eine Blattschraube. Und jetzt, wenn ich reinblase, bewegt sich dieses Holzblättchen. Und es entsteht ein Ton. Ja, und hier habe ich noch was mitgebracht. Das ist ein Schilfrohr. Und aus diesem Schilfrohr entsteht das Klarinettenblättchen. Es kommt nämlich in eine Maschine rein und wird durchgeschnitten und nochmal durchgeschnitten. Dann sieht es so aus. Und dann wird es noch geformt und gehobelt und am Ende kommt ein fertiges Klarinettenblättchen raus. Kannst du auch damit was Lustiges spielen? Klar, ich kann einen Telefontriller machen. Oder ein lustiges Stück. Ja, ich kann dir auch mal zeigen, dass die Klarinette echt tief spielen kann und auch ganz hoch. Also sie hat einen ganz großen Tonumfang. Erstmal einen tiefen Ton. Hört sich ein bisschen an wie ein Schiff. Und dann gibt es auch noch ganz hohe Töne. Ja, und die Klarinette, das ist ein ganz sanftes Instrument, könnte man zum Beispiel eine Katze mitspielen, kommt ja auch bei der Geschichte von Peter und der Wolf vor. Ja, ich habe dir jetzt die Klarinette gezeigt, aber es gibt noch ganz viele andere Holzblasinstrumente und die zeigt dir jetzt der Dirk. Danke, Claudia. Also hier habe ich ein Saxophon dabei. Das ist ebenfalls ein Instrument aus der Holzbläserfamilie. Und das spielt sich eigentlich ziemlich ähnlich wie die Klarinette. Es hat auch hier ein Holzblättchen, ein Schilfrohrblättchen, das auf ein Mundstück drauf gespannt wird. In dem Instrument, das aus Metall ist, gibt es jede Menge Löcher. Und die sind so groß und weit auseinander, dass man eine Mechanik dran basteln muss, um die auf- und zuzumachen. Das ist auch wieder sehr ähnlich wie bei der Klarinette.
Dann bläst man rein und es kommt ein Ton raus. Da das Instrument aus Metall ist, ist es ein bisschen schwerer als eine Klarinette. Deswegen hängt man sich's an einen Gurt um den Hals und dann ist es gar kein Problem mehr, das zu halten. Die Saxophone gibt es in verschiedenen Größen. Das ist eine ganze Familie. Das hier, das eigentlich zum Lernen auch das Schönste und Leichteste ist, nennt sich Altsaxophon. Dann gibt es ein kleineres, das ein bisschen schwerer zu spielen geht, Sopransaxophon. Wird auch schnell mal mit einer Klarinette verwechselt. Und die größere Variante heißt Tenorsaxophon. Ich zeige dir jetzt einfach mal, wie dieses Altsaxophon so klingt. Kannst du etwas schnell und dann langsam spielen? Das kriege ich bestimmt irgendwie hin. Pass mal auf. Und jetzt kommt das Langsame. Wo kann man das Saxophon überall spielen? Die Antwort kann ich dir ganz leicht geben, überall. Man kann ganz alleine am Fluss spielen und zum Beispiel Ruderer ärgern, indem man ein Schiff nachmacht. Oder man kann in einem Blasorchester spielen, in einer Big Band, in einer Popband, in einer Jazzband, in einer lateinamerikanischen Band. Ich glaube, sogar in Heavy Metal habe ich es schon gehört. Ich spiele dir ein Lied vor, das du vielleicht von woanders her schon kennst. Cool, das war doch der Biber Butzelmann. Richtig. Was sind das für Rohre? Ja, nachdem du jetzt die Saxophone kennengelernt hast, zeige ich dir diese Rohre. Das sind nämlich Querflöten. Auch die gibt es wie die Saxophone in verschiedener Größe. Und der Ton wird erzeugt, nicht indem man ein Blättchen zum Schwingen bringt, sondern indem man wie bei einer Flasche über so ein Loch drüber pustet. Ich zeige dir das mal. So. Das hier ist die normale Querflöte. Die wird große Flöte oder Konzertflöte genannt. Hier setzt man das Kopfstück wieder drauf. Auch das gibt es in einer Form, die für Kinder leichter zu bewältigen ist. So einmal rumgebogen und dann muss man seine Arme nicht so weit ausstrecken, sondern hat es viel näher zum Spielen. Das ist für Kinder viel besser. Und die Querflöte ist ein sehr wichtiges Instrument im Orchester, im Sinfonieorchester, im Blasorchester, in Musikvereinen, in Bands. Die kann man eigentlich kann man sie auch überall spielen, wo man Saxophon spielen kann. Manchmal braucht man nur ein Mikrofon dafür, weil sie sehr leise ist. Und die Flöten, das siehst du ja auch, gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Ganz klein, ziemlich groß. Die Altflöte ist eine tiefere Flöte und die wird aber sehr, sehr selten gespielt. Was aber im Orchester, im Blasorchester und auch in Marschkapellen sehr oft benutzt wird, ist eine Piccolo-Flöte. Die klingt eine ganze Oktave höher als die große Flöte. Und zwar so. Wenn dir jetzt eins dieser vielen wunderschönen Holzblasinstrumente gefallen hat, dann geh zu einem Musikverein in deiner Nähe. In fast jedem Dorf, in jeder Stadt gibt es sowas. Da kannst du all diese Instrumente lernen. Die werden da gespielt und du lernst jede Menge tolle, lustige Leute dabei kennen. Vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast. Gern geschehen. Wenn ihr auch Instrumente kennenlernen wollt, dann geht in eurer Nähe in den Musikverein. Da könnt ihr Instrumente kennenlernen und einen Lehrer finden. Tschüss, viel Spaß dabei!